Durch die Fotografie kam ich zu der Bewegung und zum Filmemachen. Ich war schon immer ein großer Liebhaber moderner Fotografie. Jedoch war ich von der Idee eingeschüchtert, es selber mal auszuprobieren. Dieses tun schon viele andere momentan. Aus diesem Grund glaubte ich, dass eine Videokamera eher mein Drang nach Geschwindigkeit befriedigen würde. Ich erkannte sehr schnell, welche Möglichkeiten sich mir boten. Ich konnte mich unabhängig von anderen daran ausprobieren. Ich brauchte keine Crew oder Drehbuchschreiber. We're here with John Davey at Flash Forward, and John Davey is one of the patient people waiting in the line for the Hillman Curtis signing. Hillman Curtis. Hillman. 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 Hillman Curtis, man. He's a bomb. Linda Weinman is here cutting into line in front of all in front of these people to get her 5 minutes with Hillman. Gotta get the Hillman Curtis autograph. Number one fan right here. Ich verbrachte meine Jugend damit, Hits in mehreren immer schlechter werdenden Rockbands zu schreiben, mit eher bescheidenem Erfolg. Um 2002 fing ich an, darüber nachzudenken, Musikvideos für Rockbands zu drehen. Zu diesem Zeitpunkt erschien mir diese Aufgabe sehr aufregend und glanzvoll. Doch es war nur der Eindruck meiner anfänglichen Begeisterung. Viele meiner Lieblingsfilmregisseure, wie zum Beispiel Michel Gondry, begannen ihre Karriere damit, Rockvideos für Bands zu machen. Für mich war es in erster Linie der Gedanke, welche Schlüsse ich aus dieser Sache ziehen konnte, um in diesem Medium, das heißt Film, weiterzukommen. In retrospect, I realized that I was following the lead of Mark Romanek. He's a director and filmmaker, and his work is phenomenal. His music videos don't really. Stellte er später fest, dass ich in die Fußstapfen von Filmregisseur Mark Romanek getreten bin. Seine Filme sind einfach unglaublich. Seine Musikvideos erzählen nicht gewöhnliche Geschichten, sie sind mehr Schauplätze, die starke Eindrücke hinterlassen. Anfang 2004 beschloss ich, eine Online-Serie über meine Lieblingsdesigner zu verwirklichen. Sie begann mit Stefan Sagmeister. Er ist Österreicher und lebt seit über 15 Jahren in New York und ist einer meiner bevorzugten Designer der Gegenwart. Grobe und unbearbeitete Stil meiner Arbeiten war das Resultat meiner Unerfahrenheit. Ich drehte die ersten 5 oder 6 Serien alleine. Kein anderer war beteiligt. Dieses führte zu diesem unbearbeiteten Stil. Ich bevorzuge zu sagen, persönlichen Stil. They are very personal. Was Design anbetrifft, beteilige ich mich immer noch sehr stark an Webprojekten. Jedoch hat meine Filmarbeit viel mehr mit Kunst zu tun. Mein Medium ist im Augenblick die Videokamera, mit der ich Online-Videos mache, die allesamt Geschichten erzählen sollen. Das Web und die Technologie generell sind sehr einflussreich und stark, können jedoch nicht die Kraft von erzählten Geschichten übertreffen.